Neue Verordnung. Wölfe dürfen erschossen werden, wenn in Brandenburg darf man künftig Wölfe an Ausnahmefällen erledigen. Postamines in Brandenburg gilt künftig eine Verordnung, die den Abschuss von aggressiven oder anderen problematischen Wölfen regelt. Nach Ministeriumsangaben ist es die erste Wolfsverordnung in Deutschland. Sie soll Anfang 2018 in Kraft treten. Sie umfasse den Umgang mit den Raubtieren im Spannungsfeld zwischen dem Schutzstatus der Tiere und dem Schutzbedürfnis der Menschen sowie der Nutztierhalter, sagte Umweltminister Jörg Vogelsinger, SPD, bei der Unterzeichnung am Donnerstag. Danach ist ein Abschuss als letztes Mittel erlaubt, wenn andere Maßnahmen wie Verscheuchen oder Schutzzäune keinen Erfolg bringen. Im Bundesnaturschutzgesetz ist festgelegt, dass der Wolf als geschützte Art nicht geschossen werden darf, es lässt jedoch Ausnahmen zu. Dazu zähle unter bestimmten Bedingungen etwa ein Problemwolf, der ganze Herden reiße, erläuterte der Sprecher des Bundesumweltministeriums Andreas Kübler. Auch wenn ein Wolf dem Menschen zu nahe komme, könne er im Extremfall erschossen werden. Wie das geschehe und wer das genau dürfe, müssten die Bundesländer wie jetzt Brandenburg regeln. Die anderen Bundesländer warten schon mit Spannung auf unsere Verordnung, sagte Vogelsinger. Ich gehe fest davon aus, dass sie nun auch eigene Verordnungen erlassen werden. Nach Ministeriumsangaben leben in Brandenburg derzeit die meisten Wölfe. So seien 22 Rudel, 2 Paare und 2 Einzelgänger gezählt worden. In Brandenburg sollen derzeit die meisten Wölfe leben. Gemäß Verordnung sollen aggressive Tiere, die Menschen gefährlich werden, sofort getötet werden. Einen solchen Fall habe es aber noch nicht gegeben, erklärte ein Ministeriumssprecher. Wenn Wölfe zweimal auf Weiden eindringen und Nutztiere reißen, dürften sie erlegt werden, allerdings nur dann, wenn die Weide mit Zäunen oder anderen Maßnahmen ausreichend geschützt wurden. Es wird nur Einzelfallprüfungen geben, betonte der Minister. Zuständig ist das Landesumweltamt, das zunächst mildere Methoden wie Verscheuchen oder Verglähmen der Tiere versuchen muss. Bleibt dies erfolglos, darf eine berechtigte Person dem Wolf nachstellen und ihn töten. Dies soll in der Regel der Jagdwächter sein. Im Großen und Ganzen sind wir mit der Verordnung einigermaßen zufrieden, sagte die Geschäftsführerin des Brandenburger Naturschutzbundes, Christiane Schröder. Das A und O wird aber sein, ob es genügend Personal in der Verwaltung gibt, um die Verordnung umzusetzen.